So, einen wunderschönen guten Mittag heute. Ich hoffe, Lautstärke ist soweit okay. Man kann die hier noch regulieren, ansonsten müssten wir sie nochmal grundsätzlich einstellen. Ja, wir haben im Gegensatz zu den vielen anderen Themen, die hier angeboten werden, sag ich mal, ein sehr ernstes, eher trockenes Thema, was aus meiner Sicht aber sehr wichtig ist, weil es Existenzgrundlage für die meisten darstellt. Bei Film, Musik und so weiter geht es ja darum, dass man es mit sogenannten immateriellen Wirtschaftsgütern zu tun hat, die man nicht anfassen kann. Und insofern haben wir das hier genannt, Träume werden berechenbar, weil zunächst mal ist das, was wir produzieren, ein Traum. Und wir müssen mal gucken, inwieweit man solche Träume im Vorhinein planen, darstellen und berechnen kann. Natürlich kann man keine großen Erfolge planen, das geht weder in der Musikwirtschaft oder in den meisten Fällen nicht, noch in der Filmwirtschaft. Aber es gibt eben grundsätzliche Regelungen, die bei Kreativen genauso gelten wie in anderen Unternehmen auch. Wir haben mit dem VOT zusammen neue Arbeitswerkzeuge für die systematische Planung in der Musikwirtschaft entwickelt. Die haben wir MUX-Tools genannt. Und diese Tools, also diese Grundlagen dieser Tools, wollen wir heute hier uns mal kurz ansehen. Normalerweise haben wir für so einen Workshop 2,5-3 Stunden Zeit. Heute ist es ein bisschen knapper, also wir müssen ein bisschen Gas geben und mal gucken, dass wir möglichst viel auf die Reihe kriegen. Ja, ich will mal kurz noch ein paar Takte zum Thema Planung, Businessplanung. Das klingt so abgehoben, ist aber eine ganz normale Planung eines Unternehmens, weil auch Kreativunternehmen sind Unternehmen, ja, die zum einen die Basis zur Sicherung der eigenen Existenz sind und zum anderen für jede Art der Finanzierung benötigt werden. Und im zweiten Punkt gucken wir uns dann die Tools im Einzelnen an. Ja, warum beschäftigen wir uns überhaupt mit dem Thema Projekt- und Unternehmensplanung und Kontrolle? Also Projektplanung heißt nichts anderes. Ich habe ein Musikprojekt, ich habe ein Filmprojekt und will im Vorhinein versuchen, das auch zahlenmäßig darstellen zu können, um mal zu sehen, wie es zumindest in der Planung aussieht. Ob dann die Realität dem immer folgt, das ist eine große Frage. Aber ich kann zumindest, wenn ich eine Planung habe, auch sehen, wo Abweichungen sind und das frühzeitig. Und das wird umso wichtiger, wenn ich nicht nur ein Projekt habe, das kann ich noch ganz gut im Griff haben, sondern mehrere Projekte gleichzeitig, die zusammenlaufen und auch vielleicht ein kleineres Unternehmen mit Mitarbeitern, freien, festen, Overhead-Kosten und so weiter, um zu sehen, wo ich denn irgendwann mal lande oder ob ich in irgendeinem Monat vielleicht das Problem habe, dass ich eine Liquiditätsunterdeckung habe. Und eine etwas dauerhafte Liquiditätsunterdeckung heißt einfach, ich bin pleite. So, also zu Beginn die Frage, wie schaffen wir es als kleines Unternehmen in einem Haifischmarkt sich zu positionieren? Wir sind als kleine Kreativunternehmen alle in den Haifischmärkten, weil sowohl in Musik, im Filmbereich haben wir es natürlich mit den großen Major zu tun, die natürlich ganz anders rechnen und auftreten als kleine Indies. Das heißt aber nicht, dass man sich nicht als kleinerer dort auch positionieren muss und sich grundsätzlich ähnliche Gedanken machen muss, wie das Unternehmen denn laufen kann. Also, das gilt jetzt nicht nur für die Musikbranche, sondern das gilt eigentlich für alle Kreativen. Es wird immer komplizierter und aber immer wichtiger, sich klar zu werden, wie sich eben die unterschiedlichsten Tätigkeiten in klaren wirtschaftlichen Fakten niederschlagen. Ob man dabei ist, ein Label, einen Verlag zu gründen, muss man wissen, welche Kosten auf einen zukommen, welche Erlöse man grundsätzlich erzielen kann. Man muss gucken, ob man bestimmte Risiken überhaupt eingehen kann. Oder es gibt ein auf den ersten Blick bombensicheres Projekt. Von denen gibt es ja sehr viele in der Kreativwirtschaft, die viele dann sich dann doch als Rohrkrepierer herausstellen.
Aber dieses Projekt muss ich ja, wenn ich zum Beispiel das finanzieren möchte, einem Bankmitarbeiter, einem Investor auch darstellen. Und dafür brauche ich einfach eine Systematik, die in dieser Branche üblich und verständlich ist. Wenn Sie schon seit vielen Jahren ein Label haben und im Wust der Verträge und Rechnungen, Gutschriften manchmal die Übersicht verlieren, ist das auch eine gute Hilfe, solche Dinge zu kanalisieren und sehr transparent zu machen. Oder Sie haben einen tollen Künstler live gehört, der Sie absolut begeistert, der aber links dann auch einen hohen Vorschuss haben will, den sein Anwalt fordert. Und Sie müssten kalkulieren im Vorfeld, rechnet sich der Vorschuss, kriege ich den denn wieder rein? Ja. Also das sind ein paar dieser Fragen, die sich ständig stellen und die man eben mit solchen Planungsinstrumenten besser in den Griff kriegt. Im Übrigen, ich werde niemals sagen, obwohl ich eher ein Kreativwirtschaftsmensch bin, dass das Bauchgefühl ausgeschaltet werden soll. Das ist wichtig. Aber das Bauchgefühl muss immer auch noch mal hinterfragt werden. Ja, ein ausgefeilter Businessplan ist einmal die Basis für die eigene Existenzsicherung und die Türöffner für jedwede Finanzierung. Das heißt, Sie brauchen sowas nicht nur für die eigene Planung und Kontrolle, Sie brauchen es für Externe, die eben einen realistischen Plan sich angucken wollen, um Transparenz zu bekommen über die Vorhaben, die Substanz und die Substanz des Unternehmens. Ein vernünftiger Businessplan gibt den Ausschlag, ob Ihre Ideen finanziert werden oder nicht. Und das gilt sowohl für private Banken als auch die ganzen öffentlichen Förderungen oder Investoren, die aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich kommen. Die Musikbranche ist da ja leider nicht so gut positioniert wie die Filmbranche, was Förderungen und Finanzierungen angeht. Aber ich habe schon das Gefühl, dass sich das auch langsam entwickelt. Ja, und Sie müssen damit auch sicherstellen, dass Sie genügend Finanzierungsmittel für Anlauf, Ausbau und die laufende Geschäftstätigkeit haben. Ja, das heißt also, über die reine Projektbetrachtung hinaus einfach zu sehen, wie können Sie das gesamte Unternehmen auch darstellen. So, weshalb wird nicht geplant? Also bei Kreativen, das ist anstrengend, ne? Komplex und abstrakt, das macht man halt nicht so jeden Tag. Planen kostet Zeit und die will man eigentlich lieber im Tagesgeschäft anlegen. Ja. Die Überzeugung fehlt, man hat so das Gefühl, dass aus dem Bauch raus, man hat das alles im Griff. Die Leute landen ganz schnell auf der Straße, die das meinen. Und was natürlich bei Planung immer ist, Planung treffen nie hundertprozentig ein, ich muss neu planen. Und deshalb muss ich ein Planungsinstrument mir aufbauen, was ich bei Änderungen relativ leicht verändern kann, ohne da sehr viel reinstecken zu müssen. Auch das werden wir Ihnen zeigen, wie das geht. Und man hat die fehlende Übung. Ich bringe da immer einen Spruch bei dem Thema, wenn einer sagt, ich habe keine Zeit für die Planung, weil ich so viel zu tun habe. Ne? Kommt man in den Wald, sieht da einen Menschen, der mit einer stumpfen Axt die Bäume fällt, dann fragt er ihn, warum schärfen Sie die Axt nicht? Der sagt, ich habe keine Zeit. Also das ist eigentlich so das Grundproblem, wenn man sich mit Dingen beschäftigen muss, die außerhalb des Tagesgeschäfts laufen. So, und es ist ganz interessant, wenn man sieht, was die Ursachen für Unternehmenszusammenbrüche sind. Die sind vielfältig. Mängel in der Finanzierung an oberster Stelle, Informationsdefizite, also ich blicke nicht so genau durch, kaufmännische Defizite, Planungsmängel, familiäre Gründe. So, und ganz zum Schluss kommen erst die unvorhersehbaren Ereignisse. Das heißt, das meiste der Faktoren ist beeinflussbar. So, was zeichnet einen guten Businessplan aus? Er ist logisch und auch für Nicht-Experten nachvollziehbar aufgebaut. Er betrifft Ihr Unternehmen, das ist nämlich das Problem. Im Internet finden Sie tausende Anleitungen für Businesspläne oder für Planungsstrukturen. Die taugen für Kreativunternehmen fast alle nicht und für Musikunternehmen dann schon mal gar nicht. Wir haben begonnen mit Planungstools für die Filmwirtschaft und haben dann im Rahmen der Kreativwirtschaftsinitiative eine Finanzierung bekommen mit dem VOT zusammen, um die auf die Musikwirtschaft zu übertragen.
Ja, und wir haben dann festgestellt, obwohl es zwei nah verwandte Wirtschaftszweige sind, gibt es doch dann wieder 1000 sehr, sehr starke Unterschiede. Das heißt also, ich muss schon sehr branchenorientiert solche Planungstools haben, damit sie passen und funktionieren. So, was will man noch wissen? Ist das ein Unternehmen, was es in einigen Jahren noch gibt? Möchte ich gerne mit diesen Leuten eine Verbindung haben? Haben die eine Vision, also wissen die, wo sie hinwollen und welche Werte schaffen die? So, und wenn ich so eine Businessplanung mache, ist das durchaus ein Teil mit in mehreren Punkten, die ich beachten muss. Also wie geht man vor? Ich muss natürlich erstmal ein Konzept haben. Ich muss wissen, was ich will, welche Art von Unternehmung ich überhaupt in dieser Branche aufbauen will. Ich muss Annahmen treffen am Anfang. Ich muss sagen, ich will das und das machen. Ich muss Projekte auswählen, weil diese Kreativwirtschaft besteht im Wesentlichen aus Projekten, aus einzelnen Musikprojekten. Und hier bieten wir die erste Hilfestellung an, nämlich ein Projektbewertungstool. So, dann muss ich gegebenenfalls einen Text schreiben, nämlich einen Businessplan. Und da haben wir als Hilfestellung ein Texttool. Ich muss die Erlöse kalkulieren können. Also ich muss wissen, was kommt von einer verkauften CD bei mir unterm Strich beim Label an. Ja? Oder von einem digitalen Verkauf. Das heißt, da bieten wir als Hilfestellung ein Erlöskalkulationstool an. Und letztlich muss ich das alles in einer kompletten Rechnung zusammenführen. Und das macht unser Projekt-Businessplan-Rechentool. Ja, also diese vier Tools, auf die werden wir jetzt etwas stärker eingehen. Wie hängen die zusammen? Um überhaupt erfolgreich zu sein, muss ich die richtigen Projekte auswählen. So, das mache ich zum Teil aus dem Bauch aus. Zum Teil hat jeder vielleicht auch ein paar Rechenoperationen, wie er das, sag ich mal, fassen kann. Wir zeigen Ihnen gleich mal, wie man sowas leichter grundsätzlich durch ein Projektbewertungstool in den Griff kriegen kann. Mit dem Erlöstool muss ich die einzelnen Erlöse aus den verschiedenen Projekten und Verwertungsstrukturen errechnen. Die gehen dann in das gesamte Businessplan-Rechentool ein als Ergebnis. Und zwischen Text und Rechnung gibt es immer auch einen Austausch, weil die Annahmen, das Konzept, was ich habe, muss ich natürlich auch in meiner Rechnung widerspiegeln. Andererseits muss ich die Ergebnisse meiner Rechnung in einem Businessplan zum Schluss wiedergeben, weil ich muss eben sagen, nach einem Jahr, ersten Jahr, zweites Jahr, drittes Jahr kommt bei mir als Unternehmen das und das raus. Das muss ich erst gerechnet haben, ehe ich das in einem Text beschreiben kann. So, steigen wir mal direkt in die Projektbewertung ein. Also, es passiert ganz öftig, das Bauchgefühl sagt ja zur gerade erstmals live gesehenen Band, aber die Frage, lohnt sich das Engagement wirklich? Also wir möchten schon, wie gesagt, das Bauchgefühl nicht aushebeln, aber durch eine systematische Bewertung ergänzen. Das ist ein Scoring-System, was die gesamte Industrie weltweit seit vielen Jahren erfolgreich nutzt. Nur Kreative sagen immer, bei uns geht das nicht. Was aber Quatsch ist, weil sobald man ein Kreativunternehmen auch als Unternehmen begreift, kann man solche Methoden übernehmen. Man muss sie natürlich branchengerecht anpassen, das ist ganz, ganz, ganz klar. Also sie können nicht wie eine Schraubenfabrik hier vorgehen und also rechnen. So, was machen wir? Wir machen eine individuelle Einstufung des kreativen und wirtschaftlichen Potenzials eines Projektes nach 28 Einzelkriterien in den Bereichen Qualität, Finanzierung, Produktion, Verwertung bis hin Prestige, also Ruhm und Ehre. Und das passiert in Form einer systematischen Bewertung, sowohl aus künstlerisch-ästhetischer Sichtweise als auch aus wirtschaftlicher Perspektive. Und so sieht dieses Tool aus. Wir haben hier eine endlos lange Reihe von Möglichkeiten, Ihre Projekte einzugeben nach immer der gleichen Struktur. Da
haben jetzt mal einmal, das haben wir genannt, der Hit und dann den schwer vermittelbaren Künstler. Und diese zwei Projekte werden nach bestimmten Kriterien in Obergruppen einfach systematisch durchgewertet, und zwar nach einem Schulnotensystem. Nämlich erstens die Qualität des Projektes, wie schwer oder leicht ist es zu finanzieren, wie schwer oder leicht ist es zu produzieren, wie aussichtsreich ist es in der Verwertung und zum Schluss auch noch ein Punkt Ruhm und Ehre, Prestige. Ja? Und es wäre natürlich fatal, diese Gruppen muss ich gewichten innerhalb, es wäre natürlich fatal, wenn ich dem Prestige ein ganz hohes Gewicht gebe und der Verwertung ein sehr niedriges, dann sind sie zwar berühmt, aber pleite. So, und das heißt also, sie gehen einfach hin und geben hier Schulnoten ein. Oder bei manchen Dingen kann man nur Ja oder Nein ankreuzen. Also wird ein Vorschuss gegeben, also ein Vorschuss erforderlich oder nicht. Das wird dann in Punkte umgerechnet. Das System rechnet das in Punkte um und wirft Ihnen nachher ein Gesamtergebnis aus, wie hier eine Gesamtnote 1,9 oder Sie bekommen 83%. Und bei dem schwer vermittelbaren Künstler sind es halt nur 55% und 3,3 als Gesamtnote. Ja? Das System ist dann besonders gut anzuwenden, wenn es eben von verschiedenen im Team unabhängig gemacht wird, um nachher mal systematisch abzugleichen, wie man denn zu den Ergebnissen kommt. Ja? Das hilft nämlich, dass man mal ein Projekt systematisch durchdiskutiert und nicht ganz unterschiedliche Argumente sich an den Kopf wirft, die eigentlich miteinander überhaupt nichts zu tun haben. Ja? Also wenn zwei Geschäftsführer da sind oder ein bestimmtes Team, die entscheiden, was da passiert, dann sollten sowas alle machen und man sollte nachher einfach mal vergleichen, wie diese Bewertung zustande gekommen ist. Direkt Fragen hier? Okay, gut. Also das ist Tool 1. Ich kriege dann zum Schluss eine Übersicht. Ja. Wo dann alle Projekte aufgelistet sind und Sie können relativ schnell sehen, wie sich die einzelnen Projekte dann also entsprechend unterscheiden. So, das war Teil 1. Textversion. Sie müssen einen Text schreiben und ich weiß das selber, wenn man vor so einem leeren Blatt sitzt, fällt es einem sehr schwer, da mal den Anfang zu finden oder auch eine Struktur reinzubekommen. Deshalb haben wir ein Tool entwickelt, das ist ein Textdokument ganz einfach, wo aber die Begrifflichkeiten schon alle für die Musikwirtschaft passen. Eine schlüssige Gliederung, die automatisch in dem Inhaltsverzeichnis aktualisiert wird. Hinweise, wo Sie Dinge aus dem Zahlenwerk einpflegen müssen. Und alle benötigten Anlagen sind direkt aufgeführt. So, und das ist eben ein Word-Dokument, wo das Inhaltsverzeichnis automatisch generiert wird. Sobald Sie im Teil was ändern, wird das automatisch auch hier geändert. Und Sie müssen einfach nur Kästchen befüllen. Das ist aus meiner Sicht leichter. Da steht die Überschrift schon drin. Da steht auch das Stichwort drin, was man auch zum Schluss noch lässt. Hier steht eine Hilfestellung, welche Inhalte hier reingehören. Ja, das können Sie zum Schluss, das ist ein Makro, steht drin, einfach Makro rot raus, können Sie weglöschen. Dann können Sie das Teil auch genauso abgeben. Ja? Und das geht eben alle wichtigen Punkte eines Businessplans durch, Unternehmen, Unternehmensentwicklung, Strategien, Gesellschafter, Finanzpartner, Geschäftsfelder, welche Projekte, Lizenzen und so weiter, all das, was man in einem Businessplan braucht. Das war Punkt 2.
So, der nächste Punkt ist natürlich eine Kernüberlegung, die Sie immer anstellen müssen, nämlich wie können Sie Ihre Erlöse kalkulieren? Die Kostenkalkulation haben die meisten im Griff. Nicht alle, aber die meisten. Also Kosten weiß man, sowohl die Overhead-Kosten als auch die Projektkosten, die kann man einigermaßen greifen. Aber die Erlöse ist natürlich ganz schwer, weil ich muss Annahmen treffen. Erstmal, wie viel Stück verkaufe ich als Beispiel und dann natürlich, was bleibt dann von diesen Teilen unterm Strich übrig. Das heißt also, was bleibt von der verkauften CD, LP, von einem Download für ein Label hängen? Hier können Sie eben verschiedene Szenarien auch durchrechnen. Ja? Also man sagt so Flop mit Hit, ja? Um auch zu sehen, welche Spannbreiten man hat und was das eben konkret heißt. Es können verschiedene Hubs, verschiedene Konditionen durchgerechnet werden, verschiedene GEMA-Verträge eingegeben werden. GEMA spielt ja schon eine wichtige Rolle. Man kann kurz kalkulieren, also übersichtlich, oder man kann auch das gleiche Projekt ausführlicher kalkulieren. Wir gucken uns das gleich an. Sowohl physisch als auch digital. CD, Vinyl, digitales Albumbundle, digitale Einzeltrack, Streaming. Also Sie können Szenarien von Flop bis Hit hier durchspielen. Und so sieht die Erlösrechnung aus. Zunächst einmal beginnen Sie damit, indem Sie Ihren GEMA-Vertrag oder Ihren GEMA-Status ankreuzen, haben Sie einen Einzelvertrag mit Exportregelung, normal Industrievertrag, vertragsloser Zustand und dann errechnet das System die GEMA-Gebühren automatisch. So. Unsere Tools sind alle so aufgebaut, dass gelbe Felder Eingabefelder sind, alles andere sind Ergebnisfelder. Das heißt, was müssen wir eingeben? Wir müssen die Stückzahlen natürlich, also hier geht es zum Beispiel um CD, physischen Vertrieb, Stückzahlen, Erstpressung, Nachpressung, die etwa erwartete Retourenquote, den VK-Preis, den Standard-Hub, den höchsten veröffentlichten Hub, weil da nachher ja leider die GEMA rechnet. Dann, Sie sehen bestimmte Dinge, da gibt es dieses rote Häkchen, ne? Können Sie noch mal gucken, was es hier geht. Also den Preis im Auslandsvertrieb oder den tatsächlich realisierten Preis, den ein Vertrieb ans Label zahlt. Und nicht zu vergessen die Künstlerlizenz. Wobei wir gleich beim Businessplan-Tool noch mal uns angucken, dass es natürlich verschiedene Grundgeschäftsmodelle gibt, wie Künstler beteiligt werden. Die kriegen ja nicht immer nur einen bestimmten Prozentsatz von dem, was sie konkret einnehmen, sondern manchmal werden Kosten verrechnet und so weiter, aber das werden wir uns gleich angucken. So, das heißt also jetzt hier bei dieser Annahme rund 3000 Stück und 20% Retourenquote haben sie einen Umsatz von 40.800, da geht die Mehrwertsteuer erstmal runter, dann geht der Vertriebsteil runter, dann geht die hier automatisch ermittelte GEMA runter, der Künstleranteil, das heißt, dem Label bleiben in dem Fall hier 6.268 Euro übrig. Das ist ganz hilfreich für eine erste Überschlagsrechnung. Und Sie können das gegebenenfalls dann noch detaillierter machen, wenn Sie nämlich verschiedene Handelsspannen, also Vertriebswege hier eingeben, also Einzelhandelketten, Online-Großhandel, um mit den entsprechenden Konditionen können Sie das dann nochmal gewichtet differenzierter ausrechnen, kommen dann in etwa zum ähnlichen Ergebnis. Sie können noch angeben, ob die Retouren kostenpflichtig bearbeitet werden und so weiter. All das, was so auf Sie einstürzt, wenn Sie etwas genauer rechnen. Ja? So, und das ist hier angelegt für die zunächst mal im physischen Bereich für die CD und parallel. Ich will es nicht zu klein machen, damit Sie es besser sehen und auch für Vinyl
weil das ja doch ein Format ist, was zum Erstaunen aller doch immer wichtiger wird oder eben auch wichtig ist. So, das Gleiche, die gleiche Struktur, die gleiche Systematik haben wir im digitalen Bereich. Sie können digitales Album, digitalen Track hier durchrechnen, auch erstmal als Kurzversion, und in der langen Version haben Sie noch die gesamten Daten, die der Shop hinterlegt, mit drin. Also wie Shop-Provision, Bankgebühr, all das, was zur Abrechnung gehört, falls Sie das auch selber machen, falls Sie den Shop selbst betreiben, können Sie das in dieser Form hier rechnen, bis hin zum Streaming, bis hin zu den Streaming-Ergebnissen. So, das war zum Thema Erlöskalkulation. So, jetzt kommen wir zum heftigsten und wichtigsten, nämlich wie fließt das alles irgendwo zusammen, nämlich in einem Businessplan-Rechentool. Das stellt den Kern der Planung dar, weil nur das gibt natürlich Auskunft, weil Sie ja irgendwo sehen müssen, wie das gesamte Zahlenwerk unterm Strich zusammenspielt. Das sind hier zwei korrespondierende Excel-Tabellen, die Stück für Stück mit Inhalten gefüllt werden können und als Ergebnis eine komplette Deckungsbeitragsrechnung und eine Liquiditätsplanung fürs Unternehmen geben. Also sprich, kurz geformt, Deckungsbeitragsrechnung, Sie können den Gewinn des Unternehmens ablesen, und Deckungsbeitragsrechnung ist der Cashflow, was haben Sie in der Kasse. Cashflow ist eigentlich fast noch wichtiger als der Gewinn, weil wenn Sie da dicke Minus mal ein paar Monate haben, dann ist das Unternehmen auch so schon am Ende. Das heißt, wenn Sie das nicht finanziert kriegen. Und das ist aus meiner Sicht auch der wichtigste Punkt, warum man diese Planungen macht, damit man Cash-Unterdeckungen frühzeitig erkennt. Ja, dass Sie jetzt schon wissen, wenn die Planungen in etwa so eintreten, dann wissen Sie, im Dezember habe ich ein sehr starkes Loch, ich muss da was tun. Wenn Sie das jetzt schon wissen, können Sie jetzt was tun. Sie können nämlich entweder Ausgaben verschieben oder versuchen, Einnahmen vorzuziehen oder aber eine Finanzierung für dieses Loch zu finden. Wenn Sie das erst im Dezember merken, ist es in der Regel zu spät und dann ist der Insolvenzverwalter schnell an der Tür. Also, wir beginnen ganz einfach mit Personal und den Overhead-Kosten, die ein Unternehmen hat, Investitionen, das heißt, Sie kaufen einen Laptop, Stuhl, Schreibtisch oder auch Technik. Wir haben einen Zeitplan, wo wir die wichtigen Produktions- und Vertriebsdaten einpflegen, weil das ist aus meiner Erfahrung im Kreativbereich die große Unwägbarkeit. Es verschiebt sich immer alles. Und bisher haben Sie eine Planung gemacht, dann hat sich alles verschoben und Sie mussten mühsam die gesamten Zahlen immer manuell weiter verschieben mit einem hohen Risiko, dass Sie was vergessen haben, falsch geschoben und so weiter. Deshalb gehen wir hier so vor, dass wir alles mit Daten verknüpfen, mit einem Zeitplan. Und wenn sich dann der Vertriebsstart 3 Monate verschiebt, brauchen Sie nur ein Datum zu ändern, nämlich Vertriebsstart, und die ganzen Daten mit den verknüpften Dingen, die Sie eingegeben haben, wandern mit. Das ist aus meiner Sicht die wichtigste Hilfestellung, damit man sich nicht tot plant bei den dauernden Zeitveränderungen. Gucken wir uns gleich an. Ja, also Sie können quasi Veränderungen im Timing durch Knopfdruck mit ganz wenigen Änderungen hier darstellen. Einfache Berechnung von Künstleranteilen nach verschiedenen Geschäftsmodellen, die zeigen wir Ihnen gleich nochmal. Das Tool kann sowohl für ein Label als auch für einen Verlag genutzt werden, weil die Grundrechenoperationen sind und die Einnahmekategorien sind ähnlich, beziehungsweise der Verlag hat natürlich noch ein paar mehr, ja, aber die kann man genauso erfassen wie andere Verkäufer auch. Zeitplan haben wir gerade schon mal gesagt. Das heißt, Sie geben in Eingabemasken bestimmte Dinge ein und die werden automatisch dann weiter verarbeitet. Also übersichtliche Masken zur Eingabe, automatische Funktionen in der
Weiterverarbeitung, um einen Erlös- und Liquiditätsplan zu kriegen. Alles datumsgesteuert, damit Sie Doppelarbeiten vermeiden. Und das Ganze auf Excel-Basis. Das heißt, das ist in der Regel vorhanden. Man muss nicht irgendwie in neue Datenbanken und so weiter einsteigen. Vor allem, Sie können die Dinge, die Sie bisher schon irgendwo aufbereitet haben, reicht vielleicht auch hier weiter verwenden. Die Planwerte können durch Ist-Werte ergänzt werden. Das heißt, sie sind immer aktuell und sehen auch die Differenz, ja, was sie geplant haben zum Ist-Teil. Und dieser ganze Businessplan, also das Rechentool, ist so formatiert, dass sie es ausdrucken können und auch einer Bank oder irgendeinem Finanzier auf den Tisch legen können. Und das in einer Form, wie er es gewohnt ist, Businesspläne zu lesen nachher. Die Eingabeseite ist komplett musikbranchenspezifisch. Die Ausgabenseite nachher sieht aus, auch wie bei einer Schraubenfabrik. Das heißt, man sieht, also derjenige, der das Ergebnis qualifiziert, kennt diese Strukturen und kann die auch entsprechend weiterverarbeiten. So, was haben wir? Wir haben die Personalkosten mit den Overheadkosten, wir haben die Abschreibung, also wir kaufen einen Laptop, wir haben die Projektkosten, die Projekterlöse, die alle an Daten gebunden sind, damit sie eben zeitorientiert verschoben werden können und generieren automatisch eine Deckungsbeitragsrechnung, das heißt, wir weisen den Gewinn aus, eine Liquiditätsrechnung, wir kennen den Cashflow von jedem Monat des Gesamtunternehmens, wir können die Rentabilität der Projekte ablesen, ja, Überdeckung, Unterdeckung, wie viel, und wir können bei jedem Projekt die Ergebnisse und Liquidität pro Monat genau uns angucken. So, und wir zeigen Ihnen jetzt mal ein Beispiel. Wir fangen mal mit den Kosten an. Also, wir haben hier eine Struktur, wo wir alle wesentlichen Kosten eines Labels und Verlags aufgenommen haben, die Sie hier eintragen können. Und zwar erstmal die Plandaten und gegebenenfalls danach die Ist-Daten. Und diese Daten werden dann auf Monate verteilt. Und wann das hier beginnt, ist Ergebnis Ihrer Zeitplanung. Wenn Sie sagen, ich starte im Januar 2011 jetzt hier, dann wird das ab 11 gemacht. Wenn Sie das durch 1.1.15 ersetzen, geht das ab 1.1.15. Das heißt also, wenn Sie so ein Projekt 3 Monate, ein halbes Jahr verschieben, brauchen Sie nur ein Datum verändern und die ganzen Zahlen werden mitgenommen. So, was haben wir? Wir haben die Vorschüsse der Künstler als Kostenkalkulation, die Kosten der Bandübernahme, die Rechte- und Manuskriptkosten, Marketingkosten. Sie sehen, es gibt immer auch, also VOT, und wir haben lange überlegt, dass wir möglichst viel drin haben. Ich glaube, wir haben es ziemlich komplex dargestellt, aber Sie sehen, es gibt immer noch Sonstiges. Das heißt, wenn wir irgendwas vergessen haben, können Sie das jederzeit noch eintragen. Die Herstellung des Tonträgers. So, und da sehen Sie, aufgrund der die Stückzahlen geben Sie jetzt hier an, und zwar auch unterschiedlich nach Erst- und Nachpressung, weil je nachdem, welche Stückzahlen Sie haben, haben Sie da ja unterschiedliche Kostenstruktur. Die Zusatzkosten beim Künstlervertrag mit eigener Musikproduktion, also Unterschied Bandübernahmevertrag oder Sie produzieren selber. Ja. Und Reise- und Transportkosten und schließlich, das kennen Sie schon aus der Erlöskalkulation, Sie geben Ihren GEMA-Vertragsstatus ein. Dann werden nämlich die GEMA-Gebühren automatisch berechnet. Also je nachdem, was Sie hier eingeben, steht dann hier unter GEMA, werden diese Beträge automatisch ausgerechnet. Und Sie sehen immer, es ist immer kurz eine Hilfestellung, die sagt, was an den Stellen entsprechend passiert. So, Sie haben das komplett eingegeben, wobei Sie noch eine Möglichkeit haben. Sie können hier beispielsweise bei den Zusatzkosten für eigene Musikproduktion, können Sie hingehen in einem frühen Stadium und sagen, nach meiner Erfahrung kostet das Ganze über den Daumen 5.000 Euro. Das heißt,
Sie gehen gar nicht in die Einzelkalkulation rein. Sobald Sie diese Zahl nicht eingeben, wird das frei und Sie können einzeln kalkulieren. Sie können auch wechseln. Sie können bestimmte Bereiche pauschal kalkulieren oder bestimmte Bereiche einzeln kalkulieren. Das ist aus meiner Sicht wichtig, weil wenn man sehr im frühen Stadium plant, dann hat man nur grobe Größenordnungen im Kopf. Dann kann ich mit ein paar Zahlen das relativ schnell machen, kann das dann später, wenn ich detailliertere Erfahrungen habe oder detaillierter einsteige, kann ich mir das Stück für Stück dann nochmal angucken. So, dann gibt es natürlich eine Hilfestellung. Hier zum Beispiel haben Sie 1.000 Euro geplant, haben aber nur 500 Euro verplant. Das heißt also, hier ist eine rote Zahl. Das heißt, sobald da eine rote Zahl ist, müssen Sie sehen, dass Sie eben den zweiten Betrag auch noch verplanen. Dann sind Sie wieder im schwarzen Bereich. Ja, also Sie kriegen immer Warnhinweise, wenn Sie irgendwas vergessen haben. So, gehen wir die mal wieder raus. Okay. Das sind die Kosten. Noch relativ simpel. Jetzt kommen wir zu den Erlösen. Also überhaupt zur gesamten Projektplanung. So. Sie kriegen zu jedem Projekt ein Projektblatt, wo auf diesem Projektblatt alle wesentlichen Dinge zu einem Projekt systematisch aufgeführt sind. Ganz oben können Sie direkt das Ergebnis ablesen. Sie erinnern sich, gelbe Felder sind Eingabefelder, alles andere sind Rechenfelder. Das heißt, das sind alles Dinge, die schon Ergebnisse darstellen. Wir haben eben gesehen, wir hatten Vorschuss 5.000 Euro, wir hatten Kosten der Bandübernahme. Das sind Dinge, die aus den Kosten kommen. Das heißt, wir gehen mit knapp 40.000 Euro Kosten hier ins Geschäft rein und gucken, können wir die denn decken und ermitteln durch unsere Planung rund 80.000 Euro Erlöse, erfreulicherweise noch 11.000 Euro Zuschüsse. Das macht dann per Saldo 52.000 Euro aus. Aber das dürfen wir natürlich nicht alles behalten, weil wer will noch Geld haben? Künstler und GEMA grundsätzlich. Je nachdem, welchen Künstlervertrag wir hier hinterlegt haben, wird das hier automatisch ermittelt. Wir gucken uns das gleich unten an. Warum steht bei GEMA hier nichts? Weil wir die nicht nachträglich abführen, sondern die werden ja schon während der Produktion in Rechnung gestellt. Die haben wir schon bei unseren Kosten gehabt. Je nachdem, welchen GEMA-Vertrag ich habe, wird das ja schon während der Produktion berechnet. So, jetzt zu den Eingaben. Wir fangen mal mit dem physischen Vertrieb an. Vinyl, CD. Und bilden hier ganz einfach die verschiedenen Erlösstufen ab. Ja? Hauptvertrieb, eigener Großhandel, Deutschlandvertrieb, USA, Japan. Also alles, was Sie an, was, können Sie alles selber wählen, sind ja alles gelbe Felder, können Sie bestimmen. Was Sie eingeben, sind die groben Konditionen, nämlich diesen Preis, den Sie vom Vertrieb bekommen, die Retourenquote und wie viele Monate die Retourenquote zurückbehalten wird. Ja, also 10% behält er ein und das für 3 Monate jeweils. Und damit Sie das nicht für jeden Vertrieb selber alles ausrechnen müssen, nämlich wie die gebildet und wieder aufgelöst werden, macht das Tool das hier automatisch. Das heißt, das wird hier automatisch ausgerechnet. Ja, für jede der Konditionen, die hier oben drin steht. Das war der physische Vertrieb. So. Digitaler Vertrieb, habe ich keine Retouren. Erfreulicherweise läuft das Geschäft läuft ein bisschen anders. Ja, hier kann ich eben die verschiedenen Erlösgruppen, die ich dann auch nochmal bezeichnen kann, differenziert pro Monat erfassen. So, Lizenzierungen für Dritte, ja, einfach per Datum und die entsprechenden Beträge. Verwertungsgesellschaften, nämlich die Beträge, die Sie nicht von der GEMA nicht zahlen müssen, sondern die Sie bekommen, gibt es ja auch. GEMA, die GVL. Und dann haben wir nochmal so freie Verträge. Also Sie waren in der Lage, hier einen Sync-Vertrag für CSI Miami zu machen.
oder haben eine Werbung Audi Commercial verkaufen können. Ja? Solche Sonderverträge können Sie jetzt hier noch abbilden. Damit haben Sie alle Erlöse erfasst, die Sie als Verlag oder Label generieren können. So, dann gibt es noch Fördermittelzuschüsse. Also einmal Initiative Musik, waren Sie unter den Glücklichen, dass Sie einen Zuschuss bekommen haben. Oder aber auch eine Promotion-Beteiligung von einem Partner, der eben auch einen bestimmten Betrag zahlt. GEMA, soweit sie nicht schon bei der Produktion bezahlt wird, wurde dann hier automatisch je nach GEMA-Regelung ermittelt. Und hier sind jetzt die Künstlerverträge. Wir unterscheiden im Grunde diese drei Grundverträge. Nämlich das erste, der Künstler kriegt vom Umsatz ohne Berücksichtigung von Kosten einen bestimmten Betrag. 30%, 40%, 50% oder weniger. Das ist eigentlich schon eine alte, etwas überholte Fassung, gibt es aber noch. Zweitens, der Künstler kriegt einen Betrag, nachdem die Kosten verrechnet werden. Ja? Das heißt 50%. Und das dritte ist, der Künstler kriegt was, nachdem die Kosten und ein Korridor fürs Label verrechnet werden. Das heißt, ich darf einen Teil meiner Fixkosten quasi mit in die Kostenschiene reinrechnen. Das ist eigentlich, sag ich mal, das Modell, was man im modernen System durchsetzen müsste. So, und je nachdem, was Sie ankreuzen, rechnet das System automatisch aus den Erlösen aus, wie viel der Künstler bekommt. Ja, und zwar können Sie das, Sie können auch verschiedene Künstler hier eingeben, ja, Künstler 1, 2, 3, die auch verschiedene Verträge gegebenenfalls haben. So, damit haben wir alles erfasst, alle Kosten erfasst, alle Erlöse erfasst und alle Erlösbeteiligungen erfasst. Und das wird dann nochmal hier oben zusammengefasst, nämlich alles gelistet in einzelnen Punkten. Ne? Was kriegen Sie physisch, digital, Lizenzierungen, Verwertungsgesellschaften und aus den Einzelverträgen? Welche Zuschüsse bekommen Sie und was kriegen die Künstler als Beteiligung oder überhaupt die Beteiligten? Ja, das heißt, Sie haben auf einer Seite immer eine Übersicht über die gesamte Kosten- und Erlösstruktur. So sieht die Projektebene aus. So, dann haben wir noch einen Zeitplan. Das heißt, wir geben einmalig ein, wann die Vorschüsse gezahlt werden, wann Studioaufnahmen, Mastering, Bandübernahmen. Es gibt immer bestimmte Daten, wann bestimmte Beträge fällig werden. Ja? Bis Bandübergabe ist ganz wichtig. Das ist ja quasi die Fertigstellung sozusagen. Ja? Dann, wann beginnen die verschiedenen Verwertungen. Ja? So, und nachdem Sie das einmalig eingegeben haben, werden diese Daten im Projektblatt komplett gespiegelt. Und Sie können dann noch sagen, aus Erfahrung, wie viel Monate später wird dann immer bezahlt. Ja, weil wir benutzen dann die Daten, wann tatsächlich der Cashflow eingeht, weil das ist das Wichtigste für Sie. Weil keiner zahlt ja im gleichen Monat, wo es eigentlich fällig wird. Sehr schön, aber ist eher in der Realität nicht so. So, damit haben wir das gesamte Projekt dargestellt und wir werfen jetzt nochmal einen kurzen Blick in die Ergebnisse. Also, was machen wir noch? Über die Projekte erfassen wir noch das Personal. Das heißt, wir geben ein, wir haben einen Chef, der kommt aus dem Westen, ist das gesamte Jahr beschäftigt, kriegt 1.800 Euro. Dann rechnet das System anhand der grundsätzlich vorgegebenen Sozialleistungen aus, was kostet das brutto mit Nebenkosten. Das Gleiche haben wir für Minijobs, für kurzzeitig Beschäftigte. Das heißt, wir rechnen immer genau aus, was sind die Gesamtkosten, nicht nur das Gehalt in Anführungsstrichen. Ja? So, das kann man ganz differenziert für alle Leute, die in diesem Label-Verlag beschäftigt sind, hier entsprechend eingeben. Die Overhead-Kosten. Sie sehen, die Personalkosten haben wir separat errechnet, sind hier schon vorgetragen.
Und dann geben Sie einfach ein, Miete, Strom, Wasser, PKWs, Kopierer, also wie Ihre Kostenstruktur so aussieht, und kriegen dann einen Betrag der Overhead-Kosten pro Monat und der kumulierten Beträge. 62.000 Euro im Jahr an Overhead-Kosten ist schon Hammer. Da muss man schon einige Projekte bewegen, um das einzuspielen. Jetzt mal hier bei dem Beispiel. Wenn Sie kleiner sind, reduzieren sich natürlich die Overhead-Kosten entsprechend. So, damit haben wir die Projekte, die Personalkosten, die Overhead-Kosten, fehlen noch die Investitionen. Das heißt, Sie kaufen einen Drucker für 550 Euro. Der wird auf 3 Jahre abgeschrieben. Das heißt, Sie müssen das auf 3 Jahre aufteilen, die Monate. Und das ist der Unterschied zwischen Cashflow und Erlöse. Also Anschaffungen, die merken Sie am Konto zu 100%, weil Sie müssen es ja voll bezahlen. Aber in Ihrer Bilanz, in Ihrer Einnahmeüberschussrechnung, was Sie auch immer machen, müssen Sie das natürlich auf Jahre aufteilen. Das macht das System hier automatisch. Und damit sind alle wesentlichen Punkte eingegeben und wir können uns dann in der Deckungsbeitragsrechnung, die sowas wie eine Bilanz ist, mal gucken, was denn übrig bleibt. Das waren die Umsätze. Ja, das wird automatisch je nach Daten auch auf die verschiedenen Jahre aufgeteilt. Dann werden zunächst mal die direkten Kosten abgezogen, dann werden die Personalkosten abgezogen, dann werden die sonstigen Raumkosten abgezogen. Sie sehen, alles keine gelben Felder, sondern kommt alles aus den Eingaben, die Sie gemacht haben. Und unterm Strich haben Sie am Anfang ein Minus, weil wir natürlich die Overhead-Kosten voll hier reingeplant haben, aber nur ein Projekt geplant haben. Das ist bei den Overhead-Kosten natürlich zu wenig. Und hier sehen Sie jetzt bei dieser Musterplanung mal die Verteilung des Gewinn- und Verlustes. Ja? Wenn wir jetzt mehrere Projekte planen würden, würde sich das natürlich deutlich besser darstellen. Oder wir müssen die Overhead-Kosten reduzieren, dann kriegen wir natürlich auch ein besseres Ergebnis. Und ich kann auf einen Blick dann ablesen, die kumulierten Ergebnisse über die Jahre und die kumulierte Liquidität. Das ist ein wichtiges Gesamtergebnis, das heißt, ich kann Gewinn und Verlust ablesen. Noch wichtiger als Gewinn und Verlust ist aber was anderes, nämlich die Liquidität. Nämlich, welche Ein- und Auszahlungen haben Sie? Ja, und da haben Sie jetzt im Jahr 2000, also im ersten Planungsjahr, wir sind ja noch bei 11, können Sie sehen, wie sich das jeden Monat darstellt. Ja, die ersten Monate noch ganz gut und dann gibt es ein dickes Loch, ja, das bis zu 46.000 Euro reingeht. Ja, das heißt, wenn Sie da keine Änderung kriegen, sind Sie in dem Monat pleite. Ja, das ist eigentlich das Wichtige, jetzt mal unabhängig von der Höhe der Zahlen. Ja, das Wichtigste ist, dass Sie eine Vorschau haben, wann es liquiditätsmäßig eng wird, damit Sie rechtzeitig dann entweder Ihre Ausgaben strecken, gucken, ob Sie verhandeln können, Einnahmen vorzuziehen oder für den Monat einen Kredit in der Größenordnung zu haben. Jetzt mal unabhängig von den Zahlen, die hier stehen. So. Sie können die Rentabilität der Projekte sich angucken. Ja, also der HIT, den wir jetzt geplant haben, hat als Einzelprojekt eine Überdeckung von 58%. Ist ganz schön. Im Augenblick ist nur ein Projekt eingegeben. Sobald Sie ein weiteres Projekt jetzt haben, können Sie hier reingehen und sagen, neues Projekt einfügen und dann rechnet das System an alles ein zweites Projekt dazu. Das heißt, Sie kriegen dann hier eine zweite Zeile, dritte und so weiter. Ja. So, das ist eigentlich so der Kern dessen, was Sie, sag ich mal, eigentlich mit aus meiner Sicht sehr übersichtlichen Eingaben relativ schnell erfassen können und haben letztlich ihre gesamte Zahlenstruktur auf einem Blatt, die Sie von oben bis unten ablesen können und die Sie eben mit Ist-Zahlen dann auch jeweils auf den neuesten Stand bringen können.
So, das Beispiel musste heute was flott gehen, weil wir doch, wie gesagt, schon ein bisschen wenig Zeit haben. Das heißt also, ich denke, dass wir mit dem VOT zusammen gerade für auch kleinere Unternehmen trotz der Komplexität des Musikmarktes ein leicht verständliches Tool gemacht haben. Dazu gibt es ein Handbuch, können Sie alles im Einzelnen nochmal nachlesen, ne, wo im Tool direkt hilfreiche Informationen hinterlegt werden. Ne, es gibt viele Stellen, wo Sie nur draufklicken müssen, da ist dann erklärt, was hier passiert. Wir auf unseren Internetseiten ein Glossar mit allen betriebswirtschaftlichen Begriffen haben und auf unseren Internetseiten für jedes Tool Beispielseiten mit Hilfestellungen drin haben, damit Sie wissen, was passiert, wie muss ich das entsprechend eingeben. Dieses Tool als Paket ist hoch subventioniert von der Kreativwirtschaftsinitiative des Bundes, muss man klar sagen. Kostet 349 Euro für alles oder aber das Projekt, das Rechentool, also das mächtigste 299, das Texttool 26 Euro, Erlöstool 26 und das Projekt Bewertungstool 99. Ich will nur mal einen Vergleich sagen, diese Tools für die Filmwirtschaft, nicht subventioniert, kosten 3.000 Euro sozusagen, also quasi 10% pro Cent. So. Es gibt eine Hotline beim VOT und bei uns, wenn Sie Probleme haben. Es gibt schon, wie gesagt, eine Kurzanleitung und ein ausführliches Handbuch für das Rechentool. Es gibt die Glossars, Beispielseiten im Netz. Also Sie kriegen, wenn Sie so ein Tool erwerben, kriegen Sie ein Login bei uns, können dann auf die geschützten Seiten gehen und können sich dann die Systematiken hier nochmal nachlesen. Sie können im Glossar nochmal nachgucken, was ist, also wenn Sie nochmal kaufmännische Unterstützung ein bisschen brauchen. Sie können sich jede Seite aufrufen, um zu sehen, wie man so eine Seite befüllt auch. Und insofern haben wir uns bemüht, sag ich mal, so viel Support zu geben, wie man für so etwas braucht. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit für Fragen, die ich gerne beantworte. Also so erschlagen von der Fülle. Also, ehe Sie dann weggehen, hier gibt es einen kurzen Prospekt, wenn Sie möchten, vom VOT, wo die Dinge noch mal kurz drin stehen. Ja. Alles klar. Dann frage ich einfach mal zurück. Trifft das Ihre Wirklichkeit so? Ja? Weil das merkt man natürlich immer erst, wenn man ein bisschen mit solchen Tools gearbeitet hat. Aber ich hoffe, Sie haben so ein bisschen Eindruck gekriegt, was man machen kann und was das unterm Strich bewirkt. Also, wir haben mit der Filmwirtschaft ja begonnen und dieses Tool haben wir zunächst für uns selber entwickelt. Weil wir als Berater oft in eine Situation kommen, wo wir innerhalb von einem halben Tag ein Unternehmen komplett durchleuchten müssen. Und dann haben wir für uns erstmal so eine Hilfestellung gebaut, wie man das relativ flott hinkriegt. Und ich finde, es hilft uns selber sehr gut und die Unternehmen aus der Filmwirtschaft und Musikwirtschaft, die damit arbeiten, habe ich auch den Eindruck, dass sie da ganz gut mit zurechtkommen müssen. Gut, wenn Sie keine Fragen mehr haben, dann danke ich Ihnen und für die Aufmerksamkeit, drücke Ihnen die Daumen und hoffe, dass Sie vielleicht demnächst auch mit solchen Tools mal Ihr Geschäft nochmal richtig kurz und knackig darstellen können. Okay.